Hallöchen, ein recht herzliches Willkommen zu einem neuen Video von einer neuen Kirmes hier aus Wolfsburg. Wir befinden uns hier am Allerpark auf dem Volksfest und Schützenfest. Und jetzt zeigen wir euch heute mal so ein bisschen, was es hier zu erleben gibt. Es gibt einige coole Sachen, wie eine coole Achterbahn, einen coolen Breakdance mit ultra vielen Moving Heads auf dem Diamanten und dem XXL Racer. Cooles Ding, 55 Meter hoch, ein Fabri Booster. Und da werden wir jetzt direkt zum Anfang mal mitfahren. Damit ihr auch aufmerksam dieses Video verfolgt, müssen wir die spannenden Sachen direkt am Anfang machen. Nein, eigentlich wollen wir nur eine relativ lange Fahrt haben. Und wenn es später voll wird, dann werden die Fahrten natürlich auch kürzer, weil sonst das Anstehen zu lange dauert. Ja. Wir werden da jetzt mal einsteigen. 8 Euro kostet der ganze Spaß. Mal gucken, was dazu wird. Das ist übrigens der allerletzte Fabri-Booster, den wir aktuell in Deutschland haben. Apollo 13 und V-Max sind ja nicht mehr in Deutschland, aber es kommen auch wieder zwei neue dazu, so wie es aktuell aussieht. Dementsprechend sollte diese Lücke demnächst wieder gefüllt sein. So, rein in die Kiste. Ihr seht, es ist T-Shirt-Wetter, das ist sehr gut. Und ja, dann lassen wir uns da mal so richtig durchschleudern. Seit wann ist der eigentlich weiß? Also oben. Unten ja nicht mehr neu. Ich kenne den Turm nur als komplett grau. Ja, da kannst du rutschen. Aber die hatten mal eine Trichterrutsche da. Direkt wach. Die Luft, die einem da um die Ohren steht, die ist schon recht frisch, obwohl die Sonne scheint. Aber ganz ehrlich, das tut eigentlich auch mal ganz gut. Aber cooles Ding, man hat es gar nicht mehr so drin. Jetzt zuletzt immer nur KMG-Propeller oder so gefahren. Da merkt man erstmal wieder, wie flott und wie stark diese Dinger drücken. Da wird der dein Blut schon gut in die Beine gedrückt, ne? Aber war cool, mal wieder so einen großen Fabri-Booster gefahren zu sein. Ist ja extra aus Bayern quasi angereist. Ich weiß nicht, du sagtest gerade noch Goslar. Ja, ich habe da auch irgendwie sowas in Erinnerung, dass der auch in Goslar steht dieses Jahr. XXL Race haben wir damit schon mal abgefrühstückt. Und jetzt verschaffen wir uns erstmal so einen kleinen Überblick hier auf dem Platz, würde ich sagen. Das haben wir uns und ja jetzt schon verschafft. Ja, das stimmt auch wieder. Wir haben eigentlich alles gesehen. Aber so ein Ründchen einfach mal zum Reinkommen gehen. Und dann schauen wir mal. An irgendeiner Stelle werden wir uns sicherlich dann auch mal wieder melden. War gut? Ja, war laut. Sonst war das immer so oft gemacht. Ja, diesmal war richtig geil und war irgendwie lustig. Aber die haben sich ja auch alle ihr Leben rausgespielt, Alter. Alter, hier war ein Lärm in der Gondel, aber irgendwie lustig. Wenn die alle so richtig abgehen auf die Sachen.
Hallo. Also Sarah, die sucht gerade einen Mülleimer in Wolfsburg. Das war letztes Jahr auch schon genau das gleiche Problem. Die haben irgendwie ein Mülleimerproblem. Auf dem Parkplatz hinten war schon schwierig. Da haben wir aber einen gefunden. Aber auch auf dem Testplatz. Irgendwie ist es so ein bisschen Mangelware. Jetzt sind wir hier und stehen vor einer Neuheit. Nämlich dieser hier. Wildwasser. Jim und Jaspers Wildwasser. Wurde nämlich erst letztes Jahr eröffnet, kann man ja nicht sagen. Auf der Kirmes sagt man, was sagt man auf der Kirmes? Doch, sagt man eröffnet. Steht auch dran, anno 2022. Hatte letztes Jahr aber nur einen einzigen Platz und das war Rudolstadt. Dieses Jahr sieht es ein bisschen anders aus und unter anderem stehen sie halt jetzt hier in Wolfsburg. Die Bahn ist keine ganz neue Bahn. Man hat die einfach umgestaltet und wieder auf die Reise gebracht. Denn vorher gehörte sie Ludewig und stand im Jada-Park. Und da hat man sie weggeholt. Die haben eine neue Wildwasserbahn gekriegt. Wenn ihr davon noch nichts wisst, dann klickt doch einfach mal hier oben rein. Da haben wir damals noch vorbeigeschaut, haben auch so ein bisschen Backstage filmen können. Und jetzt steht die halt hier in Wolfsburg, wieder mobil auf der Reise. War früher sogar schon mal auf der Reise. Sieht auf jeden Fall sehr frisch schon mal aus, aber auch sehr gut. Hat so ein bisschen dieses Alpenthema, was auch Hai diese Coaster aufgegriffen hat. Gefällt mir optisch auf jeden Fall sehr gut. Ich habe schon gesehen, Erwachsenenfahrpreis ist auf jeden Fall 6 Euro. Muss man bei so einer Großattraktion eigentlich mittlerweile mit rechnen. Sarah ist jetzt auch wieder hier. Hast du den Mülleimer gefunden? Ja. Wir knipsen jetzt noch mal ein bisschen, dann holen wir uns gleich mal ein Ticket und fahren mal eine Runde mit, ne? Ja. Auf jeden Fall eine super coole Ergänzung. Und vielleicht seht ihr das hier hinter mir. Der erste Drop wird anstatt wie bei der Wildwasser 2 nicht rückwärts, sondern vorwärts durchfahren. Und das ist auch der große Unterschied der Bahn. Vom Streckenverlauf sind die ja nahezu identisch. Haben wir am Anfang diesen Tunnel. Nur fehlen halt die Drehscheiben. Hier oben ist keine Drehscheibe und auch hier unten ist keine Drehscheibe. Sondern das Boot fährt hier vorwärts runter und fährt da normal um eine Kurve. Und hier oben habt ihr so eine etwas längere Passage, die über Rollen geht. Also da oben läuft kein Wasser drin, wie bei der Wildwasser 3 früher, sondern ihr fahrt hier so einen kleinen Zickzack und dann splasht ihr eben hier unten rein. Ja, Poseidon hatte auch so ein ähnliches Layout. Das ist aber die Kurve nicht hier oben gefahren, sondern der Lift, der war hier direkt am Drop. Aber Poseidon, da gibt es ja mittlerweile auch News zu. Krefeld war tatsächlich der allerletzte Platz für diese Wildwasserbahn. Und auch diese geht jetzt wohl zumindest erstmal in Richtung England und hoffentlich dann nicht nach Saudi-Arabien, aber man weiß halt nie. Wir gucken mal, was die Zeit da noch bringt und ja, was uns die News so zeigen, wo die Bahn dann letztendlich aufgebaut wird demnächst wieder. Aber in Deutschland wird sie wohl nicht weiterreisen. Erlebnisfotos gibt es hier natürlich auch noch, die schön auf der großen Schlussfahrt am Ende gemacht werden. Und ja, sonst sehr, 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 sehr qualitatives Ding.
Ich glaube sogar mit eigens komponiertem Soundtrack, der da läuft. Ein bisschen leise ist der tatsächlich. Aber auch die Bootsanzahl, da sind nicht zu viele Boote drauf. Da sind genau so viele Boote drauf, dass es in der Station aufkommt und ihr davor nicht mehr im Stau stehen müsst. Also es ist schon echt gut, die Taktung hier. Und er wird auch super gut angenommen, gerade bei dem Wetter natürlich. Und jetzt fragen wir Sarah noch mal kurz, wie sie diese Bahn findet. War richtig lustig, ja, hat Spaß gemacht. Ist ja dieses Standard-Layout, oder? Ja, nicht ganz. Ist anders als alle anderen. Also die unterscheiden sich alle so ein bisschen. Aber zwei Abfahrten, eine große, eine kleine. Ja. Aber sieht gut aus. Richtig schön und sehr, sehr, sehr frisch. Also gefällt mir. Und es hat wirklich Freizeitparkniveau, finde ich, so ein bisschen. Du fühlst dich da so richtig gut aufgehoben, ja, in der ganzen Zeit, wo du da bist. Ja, cool. Dann gehen wir mal weiter jetzt. Gibt auf jeden Fall noch einige Highlights, denn deswegen sind wir hier. Die Beschickung auch dieses Jahr wieder sehr gut. Letztes Jahr war schon klasse, da stand ja hier der Höllenblitz, ne? Und ja, auch dieses Jahr wieder richtig gut hier in Wolfsburg. Ja. Labyrinth. Ja, war es auf zwei Etagen. Ich kenne das noch von früher. Das stand ganz früher immer bei uns auf dem Flensburger Jahrmarkt. Ich war aber noch nie drin, aber es sieht lustig aus, weil es halt nicht so klassisch alles offen ist, sondern gerade im oberen Bereich alles geschlossen und sehr dunkel aussieht. Und da Sarah das von früher kennt, werden wir das jetzt einfach mal ausprobieren. Ich kann mich aber nur noch an die Trommel erinnern. An den oberen Teil habe ich keine Erinnerungen. Die Trommel wird bestimmt Spaß machen. Es gibt jetzt auch Spektralbrillen, die gab es bestimmt früher nicht. Da gab es nämlich das Wort Spektralbrille noch gar nicht. Ich schätze, dass oben einfach so Lichteffekte sein werden. Die Spektralbrillen sind auch das Ticket quasi. Das ist wie bei Archibald, alles hier dreidimensional. Aber hier riecht es auch noch so richtig wie in so einem alten Laufgeschäft, Alter. Richtig geil. Hier ist so eine weiche Masse. Wo geht's denn jetzt längs? Hier, ne? Oh, ein bisschen dunkel. Ja. Ich glaube, eigentlich sollten diese Dinger hier leuchten. Das sind nämlich LEDs. Hier geht's weiter. Oh, moin! Sag hallo, Coco. Geht es noch weiter hier? Also für den Oldschool-Faktor hat es sich schon gelohnt. Spiegellabyrinth. Oh, die Brillen sammeln sie auch wieder ein. Ja, mit Spektralbrille sowieso. Hier hat schon einer mit richtig Anlauf gegen gerannt. Jetzt kannst du auch mal keinem hinterhergehen, jetzt kannst du mal zeigen deine Skills. Oh, jetzt hast du keine Chance, ne? Ich wäre schon gegen jede Scheibe gelaufen. Ja, ohne Brille natürlich nicht. Ja, ohne Brille ist easy. Die Brille macht hier den Kick. Aber bisher habe ich auch noch nichts gefühlt, wo man irgendwo rechts oder links einmal abbiegen hätte können. Ein Alien. Boah, endlich wird mal was spektral in meiner Brille. Wir sind, glaube ich, gleich durch. Oh, jetzt wird es erstmal richtig spannend. Jetzt ist der richtige Fun-Faktor. Bisschen hoch. Kannst du auch rückwärts? Nee. Mein Gehirn sagt nein. Boah, das ist mal ein Oldschool-Drehkreuz. Mich würde jetzt wirklich mal interessieren, was früher da oben drin war, weil da gab es diese Brillen noch nicht. Spiegellabyrinth hat keine Abzweigungen. Du bist einmal durch das ganze Spiegellabyrinth geleitet. Aber es ist anspruchsvoll mit der Brille. Ja, mit der Brille hast du zumindest schon mal die Sorge, dass du irgendwo gegenknallst. Da musst du dann schon mal aufpassen. Aber letztendlich, man merkt halt, dass es ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ne? Direkt hier neben diesen Dingen steht eine Fallwurfbude. Wunderschön, oder? Nee, ich wollte aber eigentlich auf den Jaguar zu sprechen kommen. Eigentlich Jaguar Express, irgendwie aber auch nur ein bisschen Jaguar. Denkt euch einfach was aus. Gott Arendt, die Kiste macht immer gut Stimmung hier. Steht zum Beispiel auch in Goslar. Und auch hier in Wolfsburg ist die Kiste Stamm. Cosmod Musik Express, zwei Säuler. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal ein paar Impressionen für euch filmen, damit ihr aber ein bisschen seht, was da abgeht da drin. Wir starten wir noch in vier Puppets. Wir legen es. Ja, aber wir schieben los. Es geht los hier. Hat sich mittlerweile gut zugezogen, wie ihr seht. Aber es ist trotzdem noch sehr warm, muss man sagen. Bisschen schwülwarm auch. Da muss man sich einfach Frozen Joghurt gönnen. Ich mag das Zeug ja total. So ein paar Erdbeeren drauf, schön fruchtig, dann passt das. Wir holen uns das jetzt mal. Dann gehen wir mal noch ein bisschen weiter. Und da hinten sammeln sich dann noch mal ein paar Attraktionen.
wo wir dann einsteigen können. Ja. Da! Sarah ist eher so mit Schoko wieder unterwegs. Nein, auch mit Erdbeeren. Gar keine Schokolade, Bock, ich Satzbau. Dann marschieren wir mal los mit unserem Frozen Joghurt. Unser Eis bzw. Frozen Joghurt haben wir auch schnabuliert und jetzt fahren wir Welt des Breakdance. Der steht nämlich standardmäßig hier in Wolfsburg und fährt danach weiter nach Menden. 4,50 Euro kostet er hier. Generell merkt man, das ist eine andere Preisklasse als bei uns in Lüdenscheid. Das läuft ja jetzt gerade auch noch zeitgleich und da sind wir so ein bisschen andere Preise. Da ist der höchste Preis 6 Euro, hier ist das so der Durchschnitt, die 6 Euro. Also Dämonium ist auch noch hier, die nehmen 6 Euro, die Wildwasserbahn nimmt 6 Euro. Der Turm, genau, der Starflyer da, Heidi vermutlich auch. Das Ding hier fährt ja sogar für 8 Euro. Anderes Preisniveau, aber vielleicht auch ein anderes Geschwindigkeitsniveau. Wir sind ja jetzt ein bisschen länger keinen anderen Breakdance gefahren außer Drea. Man gewöhnt sich in Lüdenscheid dann immer doch sehr schnell dran, wenn man da irgendwie Fahrt für Fahrt für Fahrt für Fahrt in dem gleichen Breakdance macht. Da ist gerade so kleiner Breakdance. Wieder willkommene Abwechslung. Gerade letztes Jahr, nachdem wir in Lüdenscheid immer den gleichen gefahren sind, doch schon gemerkt, dass da Unterschiede sind. So, dann holen wir uns... Ah ne, wir brauchen gar kein Ticket holen. Wir haben noch zwei. Und die verfahren wir jetzt hier. Also, rein in die Kiste. So, Freunde, jetzt aber. Zweiter Gang, bitteschön. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Musik war gut, war schnell, war wieder so, wenn du die ganze Zeit nur einen großen Breakdance fährst und dann klein, denkst du dir so, hey, da fehlt was. Du machst halt so deutlich schneller deine Runden, irgendwie ist alles viel wendiger, das merkst du schon. Und jetzt hinter uns Heidi the Coaster von Schneider. Macht sich hier ganz gut, wird auch ultra gut angenommen, also der Wartebereich ist richtig voll. Letztes Jahr gab es ja mit dem Höllenblitz und dem Drifting Coaster, der hier drüben stand, zwei Achterbahnen. Dieses Jahr ist dann nur noch eine, aber das reicht eigentlich auch. So riesig ist der Platz jetzt auch nicht. Das war letztes Jahr schon krass mit dem Höllenblitz, aber ja, so eine Wasserbahn und eine Achterbahn bringen dann doch schon ein bisschen mehr Abwechslung rein, finde ich. Ich war jetzt mittlerweile schon viermal hier. Früher stand sogar die Wilde Maus XXL noch hier. Die hat sich hier auf dem Platz hier im Gang richtig gut gemacht. Würde ich auch gerne mal wieder hier sehen. Aber Schneider, wie gesagt, auch kein unbekannter Gast. Waren auch mit dem Power Tower damals schon da. Aber mit der Bahn noch nie. Mit der Bahn noch nie. Die ist das erste Mal da, aber die Bahn ist ja auch immer noch relativ neu. Ne? Aber hier kriegt man auch mal ein paar schöne Einblicke. Hier diesen Highspeed-Lift, der ja euch quasi von oben nach oben katapultiert. Das ist schon cool. Und oft ist die ja dann doch so verbaut, dass man da gar nicht so richtig drankommt. Wir drehen uns jetzt aber mal um, wandern in die Richtung, schauen mal beim Dämonium vorbei und dann steht da hinten auch noch der Escape von Thurman. Ja. Und da wollen wir auf jeden Fall auch noch eine Runde mitfahren. Ah. Oh, sorry. Um das... Thank you.
außer das Dämonium. Das ist die Stelle, wo letztes Jahr quasi der Drifting Coaster stand. Ist halt eine riesengroße Geisterbahn. Ich finde es ja ganz cool, dass so eine Riesenbahn überhaupt noch auf der Reise ist. Aber, ja, wann sind wir zuletzt gefahren? In Berlin, ne? Ja. Damals bin ich davor in Düsseldorf das letzte Mal gefahren. Da liegen ungefähr 5 oder 6 Jahre zwischen. Keine Ahnung, wenn nicht sogar ein bisschen weniger. Aber da drin hat sich nicht so viel getan. Und ich glaube, auch jetzt wird sich da nicht so viel getan haben. Und ich finde es halt sehr schade. Du rast da quasi mit deinem Zug mehr oder weniger an so ein paar Szenen vorbei. Von außen ist es halt super geil und ich denke, man könnte da auch noch ein bisschen mehr rausholen. Allein schon dadurch, dass man vielleicht die Wagen ein bisschen langsamer fahren lässt. Ein bisschen langsamer, dass man ein bisschen Zeit zum Gucken hat. Man rast da ja durch, das ist unglaublich. Das ist mehr Achterbahn als Geisterbahn gefühlt. Aber Thema Achterbahn. Auch dieses Jahr gibt es 2 Achterbahnen. Ich hatte ja gerade gesagt, es gibt nur eine. Für die Kinder ist auch noch eine am Start. Komm, der Tiger. Sehr schönes Ding. Für mich der schönste Wurm in Deutschland. Danke. Aber hier jetzt Escape. Escape läuft. Voll. Familie Körmer betreibt das, die waren zuletzt hier in Wolfsburg mit ihrem Artistico, so eine riesengroße Schaukel. Die stand auch an dieser Stelle damals, wo wir hier waren. Macht auf jeden Fall Bock, das Ding. Wenn ihr ein bisschen mitmacht, dann kriegt ihr auch besonders lange Fahrzeiten. Wir sind jetzt auch wieder so gute 7-8 Minuten gefahren. Und auch das, obwohl es halt relativ voll ist. Wird gut angenommen und wird gerade noch ein Offride hier am Escape aufgenommen. Das ist ultra witzig gewesen. Da lief gerade Ups, I did it again. Und zur gleichen Zeit lief an der Kinderachterbahn eine Schlumpfen-Kinderversion von demselben Lied. Das ist irgendwie auch ein geiler Zufall gewesen. Guck mal, hier gibt es auch Leberkäsebrötchen. Ja, das soll lecker sein. Aber wir gehen gleich noch essen. Wir haben da so ein Standard-Restaurant, das wir immer, wenn wir die A2 runterfahren abends nach so einem Kirmesbesuch, gerne mal besuchen. Also wir fahren nicht jedes Mal da rein, aber das bietet sich immer ganz gut an, weil es meist irgendwie so auf der Hälfte oder einem Drittel oder so der Strecke liegt. Da kann man da immer noch ganz genüsslich was zu Abend essen. Vielleicht zeigen wir euch das später mal noch kurz. Ja, ein weiteres Highlight hier in Wolfsburg, die Mandeln von Meier. Letztes Jahr schon gesehen und bis gerade war hier auch wieder die Ultraschlange, aber das hat sich jetzt gerade weggearbeitet. Normal stehen die da bis ins Nirvana an. Wir holen uns da jetzt auch mal Mandeln. Wir müssen das mal probieren. Die werden dann noch so von Hand gerührt. Mittlerweile gibt es ja sonst da immer solche Rührgeräte, aber er macht das hier alles noch von Hand. Und das sieht erstens ganz schön krass aus. Zweitens schwitzt man sich da einen ab, weil das auch ganz schön anstrengend ist, gerade wenn es warm ist. Und die haben dahinter, weil es teilweise so hart voll ist, eine zweite Mandelküche. Und da wird das dann einfach auch schon mal gemacht mit den ganzen Rühren und so weiter. Und hier dann quasi in der Bude verkauft. Aber auch da werden die Mandeln noch gerührt. Sarah war jetzt gerade einkaufen dort. Und? Ja. Schon probiert? Nein. Dann müssen wir das jetzt mal erledigen. Schmecken schon gut. Vor allem, weil sie noch warm sind. Die Leute kaufen hier auch nicht 100 Gramm, sondern meistens so ein Kilo. Wir drehen jetzt aber mal hier unsere Runde zu Ende, denn viel haben wir jetzt nicht mehr vor. Aber es wird langsam relativ voll hier, es wird langsam sehr atmosphärisch hier. Man muss schon echt sagen, das ist hier dieses Jahr schon wieder echt gut gelungen, diese Kirmes.
Was hältst du davon, wenn wir jetzt noch ins Phantasialand gehen? Ja, das hier. Quasi das ganze Phantasialand mit Disneyland zusammen. Ja. Die Gondeln sind Disney und der Rest ist Phantasialand. Ja, ich hatte es gerade schon mal erwähnt, der Skydance da oben ist auch am Start. So ein riesen Kettenkarussell, 55 Meter hoch. Ich finde das immer faszinierend. Es gibt ja jetzt diese Tschechen, was auch immer, Starflyer. Die geben ja eine Höhe von ungefähr 40 Metern an. Also die sind, wenn überhaupt es hochkommt, halb so hoch wie das Ding. Und das soll 55 Meter sein. Also ja, da muss man sich halt jetzt überlegen, wo wird die Wahrheit gesagt, wo nicht, keine Ahnung. Aber ich finde, die sehen schon mal deutlich beeindruckender noch aus, weil das sind halt die Starflyer. Also die ersten, die da waren, damals hatte Götzke einen von Funtime und dann hat Van der Beek ein paar gebaut in niederländischen Schausteller. Zwei davon rein, glaube ich, noch in den Niederlanden. Einer dieser da, Skydance. Und die haben den irgendwie weiß lackiert ab da. Also ein Drittel des Turmes oder ein Viertel. Ja, wohl eher drei Viertel weiß lackiert. Drei Viertel, ein Viertel haben sie nicht lackiert. Genau, so war das. Aber wir fahren den heute nicht, weil wir den vermutlich nächste Woche direkt wiedersehen und Star wohl vielleicht ein bisschen mehr Sinn sogar macht, den da zu fahren. Deswegen sparen wir uns das auf und fahren ihn dann da. Dann steht hier noch die Petersburger Schlittenfahrt vom Burgdorf. Eine echt super schöne Schlittenfahrt, muss man sagen. Also gerade die Front so mit dreidimensional und LED und allem dran. Ist gerade auch irgendwie 6-7 Minuten gefahren. Echt cool, aber werden wir heute auch nicht mitnehmen. Die werden wir aber sicherlich noch das eine oder andere mal sehen. Zumal die ja mittlerweile auch schon zum Stamm fast gehört in Soest. Die haben ja irgendwie den Happy Sailor abgelöst. Ich bin mal gespannt, ob es dieses Jahr dann nochmal einen Wechsel zum Happy Sailor gibt. Aber ich glaube fast, dass die Schlittenfahrt jetzt diesen Platz da oben eingenommen hat und dort jetzt jährlich gastieren wird. Aber man weiß nie, deswegen überraschen lassen. Ein Laufgeschäft haben wir noch, das ist Happy Family. Das haben wir erst in Hamburg ausprobiert. Ja, dann haben wir, ja, das war echt gut. Und dann haben wir aber alles gesehen hier eigentlich, oder? Also gerade XXL Racer war für uns ein Grund, hier hinzukommen, weil das ist halt ein Fahrgeschäft. Das reist eher im Süden Deutschlands, sieht man generell nicht so häufig. Und dadurch, dass die Fabri-Booster aktuell sowieso ja nicht da sind, sondern dass das der einzige ist, lohnt sich das schon auf jeden Fall. Aber auch die neue Wasserbahn, die wurde ja langsam mal Zeit, dass wir das Ding mal fahren. Ja. Aber da soll sich wohl auch noch ein bisschen was tun. Die ist wohl noch nicht ganz fertig. Dementsprechend warten wir da auch noch mal ein bisschen ab. Aber ich freue mich, wenn wir das Ding wiedersehen. So, haben wir hier wie gesagt noch Happy Family. Macht super viel Spaß, das Ding. Hier ist auch die Rutsche noch so groß, dass auch ein Erwachsener da rutschen kann. Dann gehen wir die Runde mal noch zu Ende. Und dann soll es eigentlich auch gewesen sein von hier aus Wolfsburg. So, da sind wir jetzt nun fertig. Riesenrad gibt es übrigens auch noch. Das sind wir letztes Jahr gefahren. Aber damit soll es von hier aus Wolfsburg schon wieder gewesen sein. Oder willst du hier noch was machen? Dann müssen wir noch mal zurückgehen. Nee, wir sind durch. Gut. Sarah hat, glaube ich, langsam auch Hunger. Ja. Gut. Dann fahren wir jetzt mal zu unserer Essenslocation. Wenn wir da sind, zeige ich euch das noch mal ganz kurz. Und dann ja, hat sich das mit diesem Video auch erledigt. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen vom Café de Sol in Garbsen. Da gehen wir gerne ab und zu mal essen. Wir hatten auch dreimal noch, waren wir hier bestimmt schon. Ja, wenn nicht sogar. Also wir waren dreimal, das dürfte jetzt schon das vierte Mal, glaube ich, sein. Ja. Und es gibt auch hier noch die Bavaria ein. Da haben wir uns noch nicht rangetraut. Die sieht irgendwie nicht so einladend von außen aus. Aber vielleicht kennt das ja jemand von euch und ja, das ist voll geil. Ja, vielleicht, dann schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr aus Garbsen und Umgebung kommt und diese beiden Locations schon mal abgecheckt habt. Café de Sol ist ja so eine riesen Kette, auch gibt es ja überall eigentlich. Zum Beispiel auch bei uns in Iserlohn. Ich glaube, diese Alm ist auch eine Kette. Ja, bestimmt, aber gibt es wahrscheinlich nicht so oft. Dann einen guten, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Sarah sicher auch. Tschüss.